freue mich sehr fest, dass ich moderieren darf und ich hoffe, es wird ein cooler Abend. Sicher, wenn du dabei bist. Es sind tolle Sachen dabei rausgekommen. Ich finde, es gibt immer so Sachen, wo man einfach zeigen kann, dass dieses kreative Schreiben und diese Arbeit mit Texten, auch mit Lyrik, dass man auch Möglichkeiten hat, das zu zeigen und dass das gut ankommt. Wir haben jetzt einen Poetry Slammer hier bei uns, der heute Abend hier in Rheinach auftreten wird. Dein Name ist? Dominik Sohm. Und bist du schon sehr erfahren damit, mit Texten machen? Also ich habe in Poetry Slams null Erfahrung. Nur null Erfahrung, heute das erste Mal. Und hast du heute Fans dabei, dass du auch viel Applaus bekommst? Ja, natürlich, eine Menge Leute aus meiner Klasse kommen, vor allem die Mädchen. Ich habe es bis am Mittwoch noch nicht gewusst und ich habe heute Nachmittag noch einen Text fertig geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, das ist mein eventuell Text, also eventuell als zweites, glaube ich. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich hoffe, es kommt gut raus. Guten Abend, Palais Noir, seid ihr da? Das ist nicht so überschwänglich, wie ich es mir vorgestellt habe. Sind ihr da? Macht ein bisschen Lärm. Ja! Cool, cool. Es freut mich, sind so viele junge Menschen da. Und auch ein nicht so junge Menschen. Ich bin Gina und ich werde mit der Oben moderieren. Das ist eine grosse Ehre für mich, weil es ist mega schön, dass ich jetzt wieder Teil von der U20-Szene sein kann. Der Autofahrer und der Fahrradfahrer schauen sich vielsagend an, sie verzeihen sich und sie schließen sich zusammen, um gemeinsam das Übel, genannt E-Bike, zu vernichten. Vielen Dank. Und ja, in diesem Text geht es ums Promoten. Ich laufe nachts den Marktplatz in Basel entlang, blicke auf die leeren Straßen, wo tagsüber noch so viele Trams fahren und stehen. Ich blicke über die leeren Bürgersteige, wo tagsüber so viele Menschen hergehen. Ich blicke auf den Marktplatz und kann nur Reklamen und Werbeanzeigen sehen. Ein Riesenapplaus für Nadine Studer! Wir Frauen sind gestraft, in der Regel einmal im Monat leiden wir, da haben wir die rote Flut. Die läuft. Verbindlich versteht man darunter, die Tage haben. Dieses wiederkehrende Ereignis ist ungefähr so willkommen, wie die unangesagte Französischprüfung, die der Lehrer in der letzten Woche vor den Ferien noch zwischen die anderen Mathematik- und Physikprüfungen quetschen muss, weil ihm kurzfristig noch auffällt, dass ihm eine Note fehlt. Manchmal geht es einem nicht gut. Man verliert beinahe seinen ganzen Mut. Das Leben ist nicht immer leicht. Nichts an dieser Welt bleibt für immer gleich. Veränderungen gehören einfach zum Leben mit dazu. Es ist wichtig zu lernen, mit ihnen umzugehen, anstatt an ihnen unterzugehen. Gib niemals auf, auch wenn es verdammt hart ist. Und zum Schluss werde ich euch alle nun ganz fest in die Arme nehmen, um euch jetzt meine ganze Liebe zurückzugeben. Vielleicht lernen wir dank der Schule, Stress zu bewältigen oder zumindest damit zu leben. Aber andererseits habe ich in der Schule auch gelernt, mich anzupassen. Mich gerade so ausgefallen zu kleiden, damit ich damit nicht auffalle. Und mich an einem Gespräch über Game of Thrones zu beteiligen, obwohl ich Game of Thrones nicht mal gesehen habe. Um mich dabei nicht zu fragen, ob die drei anderen nicht einfach auch alle Fakten gegoogelt haben, weil sie dazugehören wollten. In der Schule habe ich gelernt, dass Eigenständigkeit schlussendlich auch nur ein weiterer Trend ist, den ich befolgen muss, wenn ich nicht alleine dastehen will. Und dass Gleichsein besser als Alleinsein ist. Alex Köbeli! Ja, hallo. Ich habe vor ein paar Monaten eine Begegnung gemacht auf dem Bahnhof und ich habe einen Text darüber geschrieben und mir ist sehr wichtig, dass ihr wisst, die Geschichte ist wahr. Du Kampftag
mich zu und lächelst ein wenig schief. Bart, alte Kleider, du siehst ein wenig verbraucht aus. Leben ist dir nicht sehr gut bekommen. In manchen Nächten, wenn es so kalt ist, dass du dich kaum mehr bewegen kannst und du nicht mehr weißt, ob du nur sehr fest frierst oder du heiß hast, dann fragst du dich, wieso du keinen Tropfen Blut siehst, wieso du nicht ausläufst, wenn du doch so viel Blut in dir drin ist. Du bist deine einzige Wunde. Du kannst dein Glück nicht fassen. Wie gern würdest du dein Glück in den Händen halten, zu einem Origami-Papierschwan falten? Wie gern würdest du dein Glück mit den Fingern greifen und ihm rot gestreifte Schleifen umbinden? Wie gern würdest du dein Glück in Seife gießen? Wie gern würdest du dein Glück auf Nadeln spießen? Wie gern würdest du dein Glück in einen Schaukasten stellen und drumherum ein Museum bauen? Katharina John und der Dominik Sauer! Vielen Dank. Wir haben